Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge zu Vikings Wolves of Midgard. Ein Traum, dass ihr da seid. Ich bin's, Pelamos und Sajema. Hallo. Ja, ich dachte mir, ich werde hier unsere wunderbare Helga mal upgraden. Warum denn auch nicht? Das wollte ich natürlich hier auch im Video machen. Na? Um mal zu gucken, was da vielleicht so geht. Hui! Jesus. Darf ich die jetzt nochmal upgraden? Ne, dafür brauche ich Jotunjan. Na gut. Davon hast du noch nicht genug. Ne, mir fehlen genau zwei. Ärgerlich. So, die Frage ist jetzt. Ich habe halt so einen tollen legendären Ring und irgendwie finde ich den ja eigentlich toll, ne? Das ist so das Problem. Andererseits, hier könnte ich einen Ring machen mit Regeneration 7. Das ist halt auch relativ interessante Geschichte eigentlich. Könnte ich meine kritische Trefferquote erhöhen? Der Gürtel des Lebens ist halt auch... Ja, es sind halt legendäre Sachen, ne? Das ist relativ schwierig. Was mich auf jeden Fall interessiert, ist hier so ein neuer Heilungstalisman. Die Frage ist nur, inwiefern sich das großartig für mich lohnt, weil eigentlich benutze ich den ja gar nicht. Na gut. Du wirst jetzt schon da richtig machen. Ja. Na komm. Dann ich glaube an dich. Runenschmied, den werde ich jetzt auch schon mal auf. Kostet ja nicht viel. Ein bisschen Gold, ein bisschen Eisen. Dann sieht da auch schon mal schnicker aus. Dann können wir dann theoretisch die Tier 2 Runen dann irgendwann mal benutzen, falls wir welche kriegen. Und ich packe jetzt mal meine Rüstung noch was rein. Und zwar, was denn überhaupt? Ich glaube, ich nehme den Blutbonus. Und nehme die Gaben Abklingzeit. Das ist, glaube ich, ganz gut. So, weil neue Waffen können wir ja eigentlich noch nicht. Deswegen, ja. Na gut. Ich würde sagen, Sascha, wenn du soweit bist, gehen wir direkt in die nächste Mission. Ich bin auch gleich soweit. Die Frage ist, lohnt es sich ein Meta-Level mal zu spielen? So, Let's Fets oder so? Hm? Let's Fets? Oder gehen wir normal in der Kampagne weiter? Na, wie du möchtest. Ach komm, wir gehen in der Kampagne weiter. Na denn. Ja. Weil im Moment haben wir ja theoretisch keine Ressourcen irgendwie, die uns fehlen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir in der Kampagne weiter. Unerwartetes Bündnis. Hoch oben auf den Klippen von Utgard liegt die Festung Simons, wo sich ihre Armee für den Krieg gegen Grimnir versammelt. Wenn du dich als stark genug erweist, zu ihr zu gelangen, mag sie sich möglicherweise mit dir gegen ihren Todfeind verbünden. Aber gib Acht, denn die Berge von Utgard sind von giftigen Atem Aethirs verhüllt, dem nur wenige Sterbliche begegneten, ohne den Tod zu finden. Ja, cool. Na dann. Machen wir mal Lucky Lucky. Mhm. Oh, Lucky, neue Errungenschaft jenseitiger Reisender. Ich verstehe gar nicht, was da so lang dauert, dass das Spiel immer so synchronisiert wird. Ja, verstehe ich auch nicht. Aber lieber so, als es asynchron läuft. Utgard. Die gewaltige Außenwelt zwischen Midgard und Asgard. Heimat der Bergriesen. Der Diebstahl von Odins verzaubertem Ring, Draupnir, verlieh Simul einen schier endlosen Vorrat an Gold, um sich Verbündete unter ihrer Verwandtschaft zu erkaufen. Inmitten ihrer Festung, hoch oben auf den Klippen, rüstet sie sich für ihren Marsch gegen Grimnir, für einen Krieg,
der das Schicksal der neuen Welten zu beeinflussen vermochte. Ah. Ich denke, dies ist Utgard. So. Aussicht, aber man mag hier nicht leben wollen. Also, in Höhlen oder in Gebäude müssen wir. Weil ich sehe schon hier, die Widrigkeit da unten ist super. Oh, das ist ja schon wieder zur Hälfte vergiftet. So, da haben wir schon das erste Trolltotem. Yeah. Ja, wir müssen hier in irgendwo eine Höhle. Das ist echt schwierig gerade. Oh ja. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal hier oben in die Höhle. Da will ich zumindest erstmal hin. Ah, gut. Hier, Herz auf. Ah, kann man sich hier wieder ein bisschen erholen. Okay. Mhm. Ein Traum. Gut, ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir immer erstmal hier so in die komischen Dings gehen, in die komischen Ecken hier. Mhm, und dann schnell wieder zurück und so. Ja, irgendwie so. Ah, bei der nächsten. Sehr schön. Ja, natürlich drei eiserne Schädel, wie immer, sieben Jötun und Jotun. Ja, lass erstmal wieder runtergehen hier, wieder in die Höhle rein. Hier unten ist doch eine Höhle. Da müssen wir doch eh rein. Okay, hab ich nicht gesehen. Okay. Na gut. Kraul, Holz. Holz ist für alle da. Aber witzigerweise, da das Gift ist, da würde sich ja fast meine eine Gabe hier noch lohnen, also die eine Fertigkeit, dass ich gegen Gift eine höhere Resistenz habe. Was ist das? Ein Turm. Guck dir das an. Ist der bei dir auch weiß geworden, als er eingestürzt ist? Hihi. Kleiner. Das ist ja cool. Dann kriegen die ja Angst und rennen weg. Die Riesen. Ja, den neuen Talisman finde ich irgendwie ganz witzig. Ich war das nicht mit der Brücke, die ist einfach so eingestürzt. Ja, ja, das war schon so. ich glaube... Ich muss erstmal da hoch in die Höhle. Höhle, 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 Höhle. Ja, Höhle. Weiß ja nicht, wie es dir so geht. Blendend. Gut. Dann jetzt erstmal noch den Rest da unten. Was ist denn das? Ein ganz kleiner. Ein Ettin. Jetzt war so kaputter Ettin. Ja. Kaputtin. Haben wir's putt gemacht. Ja. Aha, das ist die Brücke, die du also kaputt gemacht hast. So, jetzt gehe ich hier nochmal. Nein, die war schon so. Ja. Die du kaputt gemacht hast. Jetzt weiß ich nur nicht, ob ich hier unten hier irgendwas liegen lassen. Ja, ein bisschen Blut. Und eine Schatztruhe im Übrigen. Okay. Liegt unten bei dem Heilungsbrunnen quasi. Okay. So, da hat der Sascha schon gewildert ein bisschen. Ich doch nicht. Das war schon so. Genau. Das ist einfach auseinandergefallen. Jawohl, lecker Multikill. So, ach Gott. Goblins. Ich hab die Truhe fast schon wieder übersehen eben. Stellt euch mir auf Stärke. So. Ich komme auch aus jedem kleinsten Loch hier gekrabbelt. Mhm. Denn Kobolde. Kobolze.
Sehen aber komisch aus, die Dinger. Ja, sind ja auch Kobolde. Nee, das meine ich nicht. Die leuchten so komisch. Das sind halt verstrahlte Kobolde. Steht halt nur nicht mit dabei. Hat es damals schon Uran gegeben? Hieß noch anders, ha? Hallo, wir sind hier irgendwo in Utgard unterwegs. Also bitte. Hier ist alles möglich. Na denn. I'm waiting for you. Echt, ja? Warum? Mhm. Machst du das sonst nicht? Ja. Ich dachte, ich probiere mal was Neues aus. Er will mal mit mir zusammenspielen, wie schön. Das irritiert mich irgendwie sehr. Ah! Gott, der explodiert. Na, das Schöne ist dann. Außer diese Peng-Peng-Dinger. Aber das ist sehr toll. Warte, die habe ich auch nur durch Zufall gesehen eben. Oh, da meinen ersten eisernen Schädel. Gibt es im Übrigen Kristalle zum Einsammeln. Geil, da lohnt sich das ja richtig. Oh. Oh, oh. Nicht wegrennen. Komm zurück. Da musste ich ja tatsächlich mal heilen eben. Echt, ja? Ja. Ja, hat's mal hart reingeböllert eben. Tja. Das ist ja beinahe so ein Totem übersehen. Mhm. Ja, ich habe ja gehört, dass du schon drauf haust eben. Ach so, ja, ja, genau, genau, das war's. Ja. So. Kurz nochmal in die Höhle und dann müssen wir da weit nach rechts laufen irgendwie. Würde dir auch nochmal empfehlen, vielleicht vorher in die Höhle zu gehen. Ja, ja, mach ich. Ja, 23 mal Holz. Wo bist du jetzt lang? Na. Da lang. Das ist ja witzig, ich muss ja gar nicht wegrollen. Bin ja sogar immun, wenn ich dem, wenn ich generell nur rolle. Ist ja witzig. So, dann geht's nach hier unten. Irgendeiner wirft hier mit Steinen nach mir. Gib mir einen Stein! Die Sau. Die dreckige. Also ich weiß nicht, wie es dir so geht. Ich habe so das Problem, ich bin hart am Vergiften gerade. Nee, mir geht's gut. Das freut mich für dich. Du musst mich gerade mal beeilen. So. Dann. Ja, müssen wir nach oben laufen quasi. Ja, können wir doch auch hier durch die Höhle. Ja, ja. Da verhaut da wieder die Trollhexe. Die hat dir nichts getan. Ich habe sie liebkost. Ja, dann bitte liebkost mich nicht. Wenn du so meinst zu liebkosen. Die kam mit zu viel Zärtlichkeit nicht klar, das ist alles. Ach so, toll. Ja. Ich will jetzt hier trotzdem erstmal noch nach rechts, auch wenn ich jetzt schon wieder hart an der Widrigkeitsgrenze bin. Da ist eine Truhe. Und halt nur wissen, ob es hier halt irgendwo. Ne. So ein Totem gibt. Ich müsste da oben jetzt so langsam. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Sascha. War noch blendend. Ja, ich. Oh Gott, jetzt muss ich extra nochmal runterrennen, nur weil du da unten wieder irgendwo rumrennst. Ich bin in eine Höhle reingegangen, da, ja, wo der Gift gedünstet nicht ist. Super. Jetzt bin ich fertig, jetzt kann ich nach oben gehen. Das ist toll!
Wir hätten auch da oben einfach kämpfen können, hätten wir in die Höhle gehen können. Hast du aber nicht gesagt. Ja, du warst ja schon wieder am Arsch der Welt. So lange wollte ich nicht warten, bis du dann wieder da bist. Wäre hier erst eine Barriere gewesen. Ja, die wäre weg gewesen, wenn du da gewesen wärst. Und nicht ja, nicht wahr. Natürlich, komm her. Komm her. Die ist immer noch nicht weg. Sascha? Was denn? Weck mich nicht auf. Simul, ich bin stark genug, um eines Bündnisses mit euch würdig zu sein. Grimnir ist unser gemeinsamer Feind und er muss sterben. Das muss er in der Tat. Aber ich benötige keine Hilfe von einem Normalsterblichen, um dieses Ziel zu erreichen. Der Tod sei eure Belohnung für den Mut, mich herauszufordern. Ach ja, das ist ja wieder nett. Komm zurück, du Knecht. Oh, toll. Ein abgetragener Hut. Voll Wurst. Oh, eine Altare. Cool. Kann ich, wenn er den irgendwann mal anvisiert, vielleicht. Ah. Meine nächste Level machen. Kommt der jetzt her? So, was darf ich denn hier? Gabentechnik. Darf ich jetzt endlich meine letzte Fähigkeit benutzen? Nein, da brauche ich noch ein Level, ey. Da brauche ich Stufe 13. Meine Bewegungsgeschwindigkeit reicht mir eigentlich im Moment. Da brauche ich auch Stufe 12. Oh hey. Brauche ich die? Befindest du die Gesundheit unter 25%, erhöht sich deine kritische Trefferquote. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt mitnehmen will. Ich spare mir meine Punkte einfach mal auf. Für Leute, die vielleicht auch diese Skillung spielen, wäre das vielleicht mal eine recht interessante Information. Die vielleicht auch schon im Late-Game sind. Aber bei einem Let's Play ist es ja meistens so, es ist halt einfach langsamer. Also vor allem, wenn ich überlege, das dauert ja auch ein bisschen, bis ihr dieses Video überhaupt seht. Wow. Nur etwa. Der hat wehgetan. So. Oh, eine Feuerdüse. Da wunderst du dich immer, dass du immer so weit hinten dran hängst. Warum? Wenn du da einfach stehen bleibst. Ja, du, Feuer heiß und so. So. Also ich muss sagen, diese komischen Goblins, die hier explodieren, die tun schon weh. Echt, ja? Mhm. Ja, ich weiß, so als Fernkämpfer kriegst du das wahrscheinlich nicht mit, aber... Ich hab hier den anderen eisernen Schädel gefunden, den zweiten. Voll, bin gleich bei dir. Da rennt er wieder völlig in eine andere Richtung. Nein, da war noch ganz viel, da warst du ja schon am Metzeln. Ja, aber da müssen wir doch gleich wieder hochlaufen. Also ja, manchmal, aber wenn du doch wir müssen da schon manchmal warst, über deine weiß Weg, ich doch nicht. Man muss manchmal über deine Nein, Wegfindung okay. reden. Nee. Ich bin hier der Häuptling, aus mir zu hinterher zu rennen. Ja, versuche ich ja die ganze Zeit. Aber dein Laufen hat kein System, das ist einfach nur Laufen. Ja, ich drehe nur zwischendrin immer wieder wegen dir um. Nee. Ja, doch.
Jean. Oh, Kristall. Ich glaube, die kann man einfach nur wunderschön verkaufen. Du übersiehst wieder mal die Hälfte. Ah, mein Gott. Holz habe ich genug im Moment. Kann man nicht genug haben. Haben wir da jetzt? Das weiß ich nicht wegen dir. Was denn? Du bist schuld. Ja, aber natürlich. Ja. Ja, einer ist immer schuld, das weißt du doch genau. Ja, dann nimm dir einen Radfahrer, auch wenn jetzt gerade keine da sind. Alter, wie kommst du jetzt auf Radfahrer? Kennst du das nicht? Nein. Entweder sind die Radfahrer dran schuld oder ich. Dann du. Nein, wir haben Radfahrer haben nichts damit zu tun. Du bist schuld. Nein, hör auf damit, wenn ich wieder meinte mehr. Denk dran, ich lasse das wieder Riss in deiner Community aus. Ja, ja. Du mobst mich dann wieder. Naja, ich weiß. Aber das ist nicht schlimm, deine Frau ist auf meiner Seite. Der war jetzt gar nicht nett. Findest du? Ja. Warum? Außerdem hat sie ja nur gesagt, dass sie bei der einen Folge da das schon extrem fand. Ansonsten gehe ich richtig mit dir um. Ja. Das kannst du ja jetzt im Nachhinein leicht sagen. Ich muss mal kurz in die Höhle da. Geh mal. Dann müssen wir erstmal nach links laufen. Ach so, okay. Also jetzt in die Höhle und dann links oder was? Ja, ich... Nein, zurück. Ja, was denn du? Ja, ich wollte nur in die Höhle. Zurück? Ja, weil ich voll grün im Balken war. Ja, ja, ist gut. Lauf weiter. Toll. Klatsch, Megara. Ich weiß gar nicht, was ich die Fähigkeit eingesetzt habe. Komm, verlumm. Oh, Ring der Schlange. Hier ist eine Kiste. Da war ein Turm. Auch das, ja. Ja, den mache ich immer eher kaputt. Weißt du? Da könnte es sich ja fast mal wieder lohnen, ja. Jetzt jagt er die weg. Ja. Ja, nee. Warum denn? Ey, das hat sich voll gelohnt. Ich auch deine Fähigkeit einsetzen möchte. Ja, da kann ich schon nichts dafür. Ich wollte nur nicht übelst auf die Fresse kriegen. Ach, und dann stirbst du halt. Stell dich nicht so an. Ja, genau. Dann sterbe ich halt. Ja, richtig. Toll. Ist wieder total nett zu mir. Sei nicht so gemein. Beschwer dich doch. Ja, ich mache ein Ticket auf wegen dir. Ja, mach doch. Das lass ich Martin bearbeiten. Der gibt mir recht. Hast du eine Ahnung? So. Aber mit dem Kampf da oben in der Ecke muss man sich schon so ein bisschen beeilen, oder? Echt, ja, warum? Hm? Ja, ich weiß nicht, hatte ich jetzt so das Gefühl. Weil das man halt sonst einfach abnippelt. Guck dir an, was du hier liegen lässt. Das ist ja, ja fürchterlich. Was denn? Hier liegt überhaupt nichts für mich. Doch da. Klar. Oh ja. Jetzt. Gerade gespawnt, war. Ja. Da gerade eben war da noch gar nichts. Ja, ja. Ah, weg mit dir. So, da hätte man auch so ein wunderschönes Totem. Klatsch. Sagen, erstmal nach links. Echt, ja? Warum? Bist du damit einverstanden? Denn du gehst doch einfach schon da. Nein, ich bin damit nicht einverstanden. Ich geh sofort aus der Höhle raus. Hm? Okay. So, hätten wir die. Hätten wir alle Jotuns? Jotuns? Da lag noch was. Oh. Da liegt auch noch was. Da. Gucke da. Und da.
Liegt überhaupt nichts, hast du nur kaputt gemacht. Du lügst ja. Okay. Ich habe Holz eingesammelt. Ja, du, aber mir ist da nichts rausgekommen. Tja, weil du es ja nicht kaputt gemacht hast. Kann ich auch nicht, wenn du hier mal alles kaputt machst. Ja. Ja. Okay, ja. So, dann hätten wir auch mal wieder genug Zorn. Ich könnte ja fast noch Level 12 erreichen hier. Nein. Oh, jetzt dreht sich mir der Magen. Oh, jetzt dreht sich mir der Magen. Was ist los? Wir müssen, glaube ich. Wir müssen, glaube ich, eh erstmal links. Sascha. Was? Links. Links. Links um. Der Tod erwartet dich. Ich auch nicht. Aber wir müssen trotzdem hier rein. Pelamos hat gesagt, wir müssen hier hin. Ja. Guck. Allein schon mal wegen dem Trolltoten. Da war eine Schatzkiste. Das ist mir aufgefallen. Echt, ja? Mhm. Woran? Weil da auf einmal ganz viel Loot lag. Hier liegt übrigens noch mehr. Nein, da liegt bei mir nichts. Doch, da. Oh ja, Eisen, okay, das lohnt sich mal tatsächlich. Ja, siehste. Warum fehlen uns zwei Trolltotems? Ja, weil du hier die ganze Zeit immer nur rumrennst. Ah! Lässt er mich wieder alleine kämpfen, der Lurch. Gibst du das gleich? Oh, ja, alles muss man hier selber machen. Ey, weißt du? Da hält man ihm die Lurche da vom Hals, ne? So. Was ist jetzt davon? Da ist noch einer. Das freut mich. So. Einer noch. Ja. Na, du hast es wieder mal verkackt. Vor allem ich. Ja, ich alleine. Ja. Ich habe 7 oder 8 Stück kaputt gemacht. Mindestens. Ah, erzählst du jetzt so. Willst du da jetzt gleich loslegen oder willst du suchen? Ich sehe gerade im Übrigen, dass die Folge eigentlich ganz schön lang geworden ist. Echt, ja? Ja, wir sind gerade bei 28 Minuten. Na, geht doch noch. Können wir ja suchen gehen? Genau, dann bietet sich das nämlich jetzt an, dass Sascha und ich nämlich jetzt nochmal kurz suchen gehen. Ah, sehr schön. Habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Aber das ist, die Zeit vergeht dem Spieler wie im Flug, wenn du da nicht permanent drauf achtest. Aber das, finde ich, spricht sehr fürs Spiel. Ja, und was für euch sehr spricht, wenn ihr mir Daumen oben da lasst, weil ich mich drüber freue. Auch so wie Kommentare, nutzt die, ja, wenn ihr Anreize, Ideen habt für die Skillung etc. pp. Arab damit in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, Leute. Tschüss. Ciao, ciao.